euch willkommen zum letzten Video für heute. Und zwar habe ich jetzt mal eine kurze Nasenpause gemacht. Ich hoffe, das hat ausgereicht. Und jetzt fangen wir an mit einem wunderschönen Paket von der lieben Verena. Ich zeige euch das mal. Den Rest kann ich nicht zeigen, weil da ist meine Adresse drauf. Aber die hat so, so süße Aufkleber da drauf geklebt. Seht ihr das? Also richtig niedlich. Und auch von innen, ich habe mal reingeschielt. Ich habe nur einmal reingeguckt. Da sah das jetzt erstmal so hier aus. Da hat sie so wunderschönes Osterservietten reingemacht. Und da ist auch ein Briefchen für mich drin. Ich habe den auch noch nicht aufgemacht. Das ist alles noch komplett zu. Aber wir machen das jetzt mal auf. Make wishes come through steht da. Steht drauf, liebe Eileen, ich freue mich, dass wir unser erstes Tauschpäckchen machen. Ich hoffe, dass dir viele Düfte gefallen. Was du nicht magst, gibst du einfach weiter. Viel Spaß beim Auspacken und Schnuppern der Duftis. Liebe Grüße, Verena. Dankeschön dafür. So, jetzt gucken wir mal. Das ist der Hammer. Ich hab ja schon mal reingeschielt. Ich muss sehr ehrlich sein, ja. Aber so sah das aus. Als ich jetzt da mal reingeschält habe. Ist das nicht schön? Sie hat das so, so toll eingepackt. Und zwar fangen wir hier mit der ersten Tüte an. Das hat sie auch alles so hier so zugeklebt. Voll süß. So. Irgendwie meine Stimme, die verabschiedet sich ab und zu mal noch hier. Also, da haben wir jetzt drin einmal Naschis von Katja. Dann haben wir hier, oh, das ist sehr süß, guck mal, da werden sich meine Kinder freuen. Das sind so Aufkleber, da kannst du draufschreiben, dass du was besser wiederfindest. So, dann ist hier einmal Badesalz, eine Portion Liebe. Dann haben wir hier einen Stift, einen Einhornstift. Oh, meine mittlere Tochter, die liebt Einhörner, die ist total verrückt nach Einhörnern, die wird sich mega darüber freuen. Und dann haben wir hier noch viermal Tee. Und zwar zweimal Lilifee Prinzessinnen-Tee und zweimal Lemon Cake von Teekanne. Dankeschön erstmal dafür. Mega, ich freue mich. So, jetzt geht's los. Ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Das sind hier so viele Tüten und Päckchen. Oh, ich freue mich. Nehmen wir jetzt hier einfach ein Paket nach dem anderen raus. Also wir haben jetzt als erstes so eine Tüte hier mit Pandas. Boah, Leute, da, ich glaube, das machen wir 7 Jahre. Echt jetzt? Das ist ja voll viel. Also, hier steht Waxy Wonders Peanut Butter Brownie Butter Chocolate Chip Cookie Dough. So schaut das aus. Oh mein Gott. Oh. Also der ist schon mal mega lecker. Ich glaube, ich packe das zurück nachher in die Tüte. Also der riecht total stark nach Brownie Butter. Also das ist das Erste, was ich rieche, diese Brownie Butter. Peanut Butter ist eher so im Hintergrund. Chocolate Chip. Muss ich sagen, rieche ich nicht so richtig, weil diese Brownie-Butter halt so stark ist. Aber das Cookie-Doo riecht man. Boah, der Duft ist toll. Der ist echt, echt schön. Aber was ist denn Waxy Wonders? Kenne ich überhaupt nicht. Weiter mit Witchy Woo Nutcracker. Also Nussknacker. Na? Das ist aber nicht mein Duft. Also... Ich muss sagen, Nussknacker, ich weiß nicht. Also für mich hat er eine richtige Maggi-Note. Nee, das ist nicht mein Duft. Also für mich, ich habe ja so eine empfindliche Maggi-Nase und für mich hat er echt so einen richtigen Maggi-Charakter. Also den mag ich nicht so gerne. So, dann haben wir hier von Bea's Wax Bakery Scones at Gail's Bakery. Diesen Duft habe ich schon, den liebe ich. Ich habe den auch schon in der Lampe gehabt.
Oh, der ist einfach toll. Also der riecht wie ein Vanillekuchen. Also man riecht ganz stark Vanille, man riecht ganz stark was Kuriges. Und dann hat er so einen Blaubeercharakter, wie so ein Blaubeermuffin, so. So ein bisschen in diese Richtung. Und der ist richtig toll. Ich zeige euch auch mal das Melt noch. Ich habe das schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ich hatte das ja schon zweimal in meinen Paketen von der Bea. Ich liebe diesen Duft. Ich finde ihn einfach nur toll. So, dann haben wir hier Sentimental Memory Candy Banana. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil Banane, Erdbeerbanane, das ist alles bei mir immer so schwierig. Ja, aber ich finde den echt nicht schlecht, muss ich sagen. So schaut das Melt aus. Also ist schon eine künstliche Banane, aber nicht unangenehm. Also ich finde ihn schön. Obwohl ich ja mit Banane echt schwierig bin. Es riecht wie eine süße Banane, wie eine süße, reife Banane, finde ich. Also den finde ich echt lecker. Der ist nicht schlecht. So, dann haben wir hier Wohlfühlmomente. Apple Chai Tea, Orange, Zimt und Zucker. So ein Stückchen. Ich weiß gar nicht, hatte ich den nicht schon mal? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Doch, ich glaube, den hatte ich schon. Den habe ich, glaube ich, schon verdüftelt. Ja, der kommt mir so bekannt vor. Also so sieht das Melt aus. Das ist wieder so ein Trippelteil da. Also. Die Orange riecht man, diesen Apple Chai Tea auch und Zimt und Zucker. Also man riecht schon den Zimt, aber der ist zart. Und ich glaube, wenn das der ist, den ich in der Lampe hatte, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der das ist, der war auch gar nicht zimtig in der Lampe, der war schön. Der roch wirklich ganz gut. So, dann haben wir hier Witchy Woo Chock Frog. Chock Frog. Also sie hat auch so süße Aufkleberchen drauf. Die hat sich echt Mühe gegeben. Oh, der riecht schön. Boah, das ist so ein richtiger Schokoladenduft. Also der riecht richtig, richtig nach satter Schokolade. Und da kann ich nicht sagen, was es für eine Schokolade ist, weil es ist keine Milchschokolade, aber auch nicht zartbitter, es ist irgendwas dazwischen. Eine dunkle Schokolade auf jeden Fall. Der ist schön. Der ist richtig schön. So, dann haben wir hier von Clears. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Everglow. Kann ich mir auch gar nichts drunter vorstellen hier. Unter Everglow. Das ist auch ganz schwierig zu sagen, was das sein soll. Also im ersten Moment würde ich nicht denken, es hat was mit Futter zu tun. Also ich denke, dass sie das zusammengepackt hat, weil es ist alles was Futiges ist. Aber ich muss echt sagen, hier drin hat er so eine richtig parfümige Note. Keine Ahnung. Ich kann euch nicht sagen, was das sein soll. Irgendwie hat das was Parfümiges. Also das ist kein reiner Foodduft hier. Da ist irgendeine parfümige Note drin. Aber ich kann es euch nicht sagen. Das rieche ich nicht raus, was das sein soll. So, dann haben wir hier von Traumdüfte Nutella. Nee, Nutiela. Ich habe gerade Nutella gelesen. Ich dachte, das heißt Nutella. Aber nein, Nutiela. Okay, aber das riecht lecker. Also das direkt an Nutella denkt man da auf jeden Fall nicht. Der Duft ist wunderschön. Aber das ist so nussig halt. Oh, der ist schön. Also den finde ich toll. Echt von Traumdüfte. Also Traumdüfte, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so die Knallerdinger gehabt. Das war alles eher nicht so meins. Oh, und der ist aber total schön. Der riecht so ein bisschen. Für mich ein bisschen, also nussig, butterig, so in die Richtung. Also den finde ich lecker. Den finde ich wirklich lecker. Könnte auch ein bisschen was Schokoladiges dabei haben.
Aber hauptsächlich rieche ich erstmal Nuss. So, weiter geht's mit der nächsten Tüte. Die schaut jetzt so aus. Hier mit so einem hübschen Aufkleber da drauf. Aber Leute, das ist so viel. Ich glaube, das müssen wir in zwei Videos packen. So. Und zwar geht's los. Wir fangen an mit Bears Wax Bakery Luftschloss. Ich meine, den hatte ich schon. Ich glaube, den hatte ich schon. Das war so ein hölzerner, bisschen hölzerner Duft. Aber wir gucken mal. Blumig hölzern war der. Ja, ich glaube, das ist der. Der ist schön. Also ich mag sowas normalerweise nicht, aber der ist wirklich sehr, sehr angenehm. Der hat eine ganz hinterschwellige Rosennote. Der hat so ein bisschen was Holziges, aber wenn man das hört, hört sich das komisch an. Aber eigentlich ist ein sehr schöner Duft. Der hat ein bisschen was von einer Seife, von einer sehr schönen, angenehmen, wirklich tollen Seife. Also ich finde den schön, obwohl ich sowas eigentlich nicht mag, diese Duftrichtung, aber den mag ich. Dann geht es weiter mit Liebe zum Handmade Pfirsich- und Pistaziencreme. Also da bin ich auch mal gespannt. Ich muss echt sagen, das, was ich von ihr hatte, mochte ich bisher nicht so. Das war alles sehr künstlich. Ich habe noch nie da bestellt. Ich hatte das nur in Tauschis und so drin. Und das war alles nicht meins, leider. Ja, also hier ist halt auch wieder, es riecht nach Pistazie und es riecht nach Pfirsich, aber halt auch wieder so künstlich. Ja, also so schaut das aus. Ist wirklich eigentlich süß gemacht, aber ist jetzt einfach nicht meins. Also das ist mir zu künstlich. Ich habe ja vorhin vorgestellt von In the Mood und das von In the Mood, das riecht auch so eigentlich ziemlich gleich mit dem von Hügebi und so. Und das riecht irgendwie schöner. Also das ist irgendwie künstlicher. Ich weiß auch nicht so genau. Ist vielleicht einfach nicht meine Duftfee. So, dann habe ich hier von Bea's Wax Bakery Piccadilly Citrus oder so irgendwie. Zirkus. Nee, Zirkus. Piccadilly Zirkus. Sorry, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, die Schrift von anderen zu lesen. Ja, aber den finde ich eigentlich ganz schön. Also der heißt zwar Piccadilly Zirkus, aber der hat was Zitrusmäßiges auf jeden Fall drin, irgendwas. Ich finde ihn ganz schön, der riecht so fruchtig und so ein bisschen zitrusmäßig, also ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Aber Bea-Sachen mag ich eh immer sehr, sehr gerne. Also ich hatte eigentlich noch nichts von ihr, doch einen Duft mal. Den fand ich jetzt nicht gut. Aber der Rest, das fand ich alles immer sehr schön. Dann IBM Unicorn Farz. Ich muss euch sagen, ich hatte schon Sachen von IBM. Ich habe euch kein Video dazu gemacht. Ich kann euch auch sagen, warum. Ich finde die Sachen einfach nicht gut. Und ich habe gedacht, wenn ich euch die hier vorstelle, ich weiß nicht, also ich mag die Sachen von denen einfach nicht. Die riechen auch immer so künstlich und so. Also ich hatte noch nichts von denen, was ich wirklich gut fand. Wobei das hier aber echt geht. Einhornpups. Also der riecht schön. Das ist jetzt mal der erste Duft, wo ich sage, den finde ich wirklich, wirklich schön. Also der hat so ein bisschen was Mauam-mäßiges. Geht so minimal in die Richtung von mit Angel von Scentsy. So ein bisschen in diese Richtung. Also den finde ich jetzt nicht schlecht. Ausnahmsweise mal was, was ich von denen gut finde. So, dann Wohlfühlmomente. Knocking Jogging. So ein Stück von der Maus. Ja, der ist auch. Der ist halt mega zart jetzt, ne? Also da riecht auch wieder irgendwas Fruchtiges. Kann man nicht sagen, was. Der riecht zu zart gegenüber den anderen, die ich jetzt hier hatte. Finde ich aber schön, den Duft. Also angenehm riechen tut er. So, dann haben wir hier Blue Moon, Banana, Almond, Warm, Vanilla, Sugar. Da
Das sind so kleine Mels. Oh, es riecht aber gut. So, ich zeige euch erstmal die Mels. Zwei Stück davon. Also ich habe da je zwei Stück. Zweimal den Löwen und zweimal das Bärchen. Und es riecht eigentlich so, wie es draufsteht. Also die Banane riecht man, die ist nicht stark. Die Banane ist eine zarte Banane, ist eine angenehme Banane, nicht künstlich. Und dieser warme Vanillezucker, den riecht man da auch. Das riecht lecker. Muss ich sagen, riecht wirklich lecker. Ja, also der ist schön, der Duft. Dann kommen wir hier zum letzten aus dieser Tüte. Und zwar ist das Wäschetraum von mir, steht da. Also von ihr selbst gegossen. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Oh, ich habe schon gleich die Tüte kaputt gerissen. Oh, der riecht aber sehr schön. Oh, der riecht sehr, sehr schön, wirklich. Oh, der riecht wirklich wie ein Weichspüler. Aber ein richtig schöner, ein ganz toller. Es gibt einen von Lenoir, der ist so lila. Das ist so ein, da ist so entspannungsmäßig was vorne drauf. Oh, der ist schön. Ich glaube, da ist auch was mit Lavendel oder so drin. Oh, der riecht richtig angenehm. Also der ist ganz, ganz toll, dieser Duft. Jetzt mal ohne Flachs. Also der riecht wirklich ganz, ganz toll, dieser Wäschetraum hier. Hast du schön gemacht. Der riecht ganz toll. Wirklich. So. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Tüte. Wieder so einen schönen Aufkleber. Oh, da riecht es schon vanillig und futig raus. Ich rieche es schon hier hinten. So, und zwar haben wir hier von Wohlfühlmomente Spicy Bakery. Okay, spicy ist ja immer... mal gucken. Ich finde den jetzt gar nicht so spicy. Also der riecht... also spicy weiß ich nicht. Wo ist denn das spicy? Also der riecht nach wie ein bisschen Pumpkin oder so. Ein bisschen Zimt ist da drin. Ein bisschen cremig riecht der. Finde ihn jetzt nicht schlecht. Aber spicy, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht. Also ich finde, dass der gut riecht. Ich kann nur immer sagen, wie es für mich riecht. Ne? Aber ich finde ihn jetzt, also ich bin sehr empfindlich bei spicy. Aber ich finde jetzt nicht, dass der... irgendwie stark riecht danach. So, dann hier Wachsmacherei. Garden Tea Party. Da war so ein kleiner Macaron. Ja. Oh, der ist schön. So sieht das aus. Der ist schön. Also der riecht halt dieser Tea Party. Der riecht auch dem ähnlich von... Römerkreation, da gab es ja so ein Tee-Party. Und ich finde auch, dass der den Tea in Cakes von Iceflower ähnlich riecht und auch diesen Tea in Cakes von der Bär. Also den finde ich schön. Der ist toll. Der ist fruchtig. Der ist halt etwas fruchtiger, ne, als diese Tea in Cakes. Aber der, wie dieses Tea in Cakes Geruch, das hat er. Nur halt nicht so eine keksige Note dazu. Also den finde ich schön. So, dann geht es hier weiter. Von Waxy Wonders. Candy Corn White Cake Buttercream Frosting. Also ich glaube, sie hat unendlich viel Wachs. Wenn ich überlege, wie viel das ist und von jedem Stückchen. Oh, der ist aber auch ganz schön. Also diese Buttercreme riecht man halt sehr stark raus. Und dieses Frosting, also der ist schön. Also er riecht halt ein bisschen wie Vanillekuchen mit was, mit diesem Buttercream und diesem Frosting. Also ich finde ihn ganz schön, diesen Duft hier. Ist am Matt ein bisschen zarter, aber der ist ganz schön eigentlich. So. Dann haben wir hier von Blaukatz Breakfast at Cat Café. Da muss ich ja nichts dazu sagen. Den kenne ich schon, den habe ich schon gefühlt 100 Mal gedüftelt. Den mag ich sehr gerne.
Hier drin riecht er komisch, aber ich hatte euch das mal in einem Video gesagt. Ich fand den gar nicht gut. Also, wo ich den bekommen habe, der ist gleich in meiner Schublade gewandert, weil den habe ich nämlich damals von der lieben Patty bekommen. Die hatte mir den mitgebracht, als sie mich besucht war und hat gesagt: Hier magst du den, ich mag das gar nicht. Und ich habe ihn einfach genommen, ich habe gar nicht dran gerochen. Und daheim wollte ich ihn reinwerfen und dachte so: nee. Und dann hat meine Freundin zu mir gesagt: Ah ja, hast du schon was von Blaukatze? Und ich so: Ja, ein Duft reicht mir. Und sie sagte dann: Ja, echt, wieso? Ja, und sie hatte da bestellt und war so begeistert und hat gesagt: Mach's mal in die Lampe und der riecht da wirklich schön. Also, ich finde, der riecht da schon wie so ein Croissant, wie so ein Frühstückscroissant und lecker. Der hat auch was Süßes, sowas Kuchiges. Also, ich finde den toll. Finde den schön, den Duft. So, was haben wir denn hier? Blue Moon Pink Fluffy Unicorn. Wieder so ein paar Stückle. Ja, also der hat halt, das riecht, kennt ihr diese Mintkisten? So riecht das. Ja, also da gibt es auch im Osten, ich weiß nicht, ob andere Leute das auch kennen, keine Ahnung, aber da gibt es solche Minzscheiben. Die eine Hälfte ist weiß, die andere Hälfte ist pink. Und früher haben wir die immer gerne gegessen. Vielleicht finde ich ein Foto und blende es irgendwo ein. Auf jeden Fall, das riecht original so. Und wer das nicht kennt, der kennt vielleicht die Zimtkissen. Die sind auch weiß und rosa in so einer Mischtüte und die riechen auch so. Ja, auf jeden Fall, das riecht sowas von gleich. Es riecht wirklich genauso wie diese Dinger. Ist ja der Hammer. Also erst dachte ich, der Duft so, nee. Aber jetzt, weil das erinnert mich so sehr an meine Kindheit und ich esse diese Minzkissen heute noch gerne, weil es mich halt immer so an meine Kindheit erinnert, obwohl ich Minze eigentlich gar nicht so mag. Deswegen finde ich den Duft jetzt doch toll. So, dann geht es weiter mit Traumdüfte, Sugar Cookie. Da war noch was von Traumdüfte. Ja, also da bin ich jetzt wirklich gespannt. Also wenn ich die Düfte von ihr jetzt toll finde, dann habe ich echt das Falsche gehabt von ihr. Moment. Ja, das ist jetzt wieder so ein Duft, wo ich sage, geht so. Riecht schon nach Sugar Cookie. Aber ich muss euch sagen, ich hatte einfach schönere schon. Ich habe schon so viel Sugar Cookie Düfte gehabt und da finde ich, ist der jetzt ganz okay, aber auch nicht der Hammer. Aber ich werde es in der Lampe gucken, da entwickeln die sich ja auch immer noch mal anders. So, dann habe ich hier Blue Moon, Blackberry Jam, Butter Cookie, Red Velvet Cake. Die Dinger sind ja süß. Das sind so Mini-Tafeln, voll goldig. So. Der ist sehr schön. Das hätte ich nicht gedacht. Nur kenne ich Blue Moon nicht. Also, so sehen die Täfelchen aus, ganz kleine. Also, ich muss mal sagen, hier dran riecht es sehr zart. Aber hier drin riecht es toll. Und es riecht absolut so, wie es draufsteht. Also dieses Blackberry Jam, das riecht man. Den Butter Cookie auf jeden Fall auch. Und diesen Red Velvet Cake. Diese Mischung gab es auch schon mal. Von wem war das denn? Oder so eine ähnliche. Ich glaube von Wohlfühlmomente. Der war auch so schön. Also der riecht lecker. Ich bin mal gespannt, wie der in der Lampe ist, weil es riecht jetzt am Melt wirklich mega zart. So, dann haben wir hier die nächste Tüte mit einem Puschelhasi. Und zwar ist da drin Blue Moon Tea and Cakes. So schaut es aus, so zwei Stückchen sind es. Ja, also finde ich den von Wachs Maggi schöner. Also der hier hat was Würziges drin. Keine Ahnung warum. Also der riecht auch wieder so ähnlich wie die anderen Tea-N-Cakes, aber der hat so was sehr Würziges drin. Den finde ich so lala, muss ich sagen. So, dann geht's weiter mit Duftzauberei Schwarzwald. Kaffee Mokka. So schaut er aus. So ein halber Cup. Der ist aber sehr schön.
Also den finde ich schön. Das ist kein typischer Kaffeeduft so. Also es riecht schon nach Kaffeemokka, aber dieser Kaffee ist sehr, sehr cremig. Der ist nicht bitter, der ist nicht zu herb. Der riecht so cremig, sahnig so ein bisschen. Oh, den finde ich schön. Also der ist wirklich schön. Riecht auch ein bisschen süßlich. Ich mag das so, wenn der nicht so herb ist, der Kaffee. Das mag ich nicht gern. So, dann haben wir Pink Cotton von mir. Also wieder von ihr selbst gegossen. Irgendwie die Tüten, die mögen mich heute nicht hier. Ja, also das riecht so. Ja, das geht so in die Richtung Clean Cotton. Kennt ihr die Clean Cotton Düfte von anderen Duftfeen? So ein sehr reiner Wäscheduft. Die haben immer so eine leicht pudrige Note. Und die sind nicht so süßlich, die sind eher so wie Waschpulver riecht das, ne? Ihr kennt das doch, wenn ihr so ein Waschpulver reinriecht. Das ist nicht so ein Weichspüler-Touch, den ihr da kriegt, sondern eher so wie ein Waschmittel, ne? Also wie dieses Pulverwaschmittel, was ihr so kennt. In diese Richtung auf jeden Fall. So, dann haben wir hier von Wachsmacherei Himmelblau. Von Wachsmacherei habe ich auch nicht so viel, weil da habe ich jetzt auch nicht so dolle Dinger dabei gehabt. Oh, der ist aber schön. Oh, der ist richtig toll. Oh, den finde ich richtig mega toll. Leute, der ist der Hammer. Also, der riecht ein bisschen wie. Wie beschreibe ich euch den Mensch? Der riecht wie ein ganz, ganz, ganz tolles Duschgel oder so. So ein eher ein bisschen frischeres, blaues Duschgel. Boah, wie kann ich euch den beschreiben? Der riecht halt so frisch und so richtig, richtig, richtig gut. Das ist ganz schwer, den zu beschreiben, weil das riecht nicht so richtig nach Weichspüler, aber es ist auch eine, also es geht so in eine Duschgelrichtung, finde ich. Oh, den finde ich richtig toll. Himmelblau. Also der ist definitiv, der wandert in mein Bad. Also den finde ich ganz, ganz, ganz toll, den Duft hier. Den könnt ihr euch mal merken, der ist wirklich wunderschön. Also wer sowas mag, der ist ganz, ganz toll. So, dann haben wir hier von Duftzauberei Schwarzwald heiße Schokolade mit Sahne. Das hört sich auch schon wieder lecker an hier. Ja, also finde ich nicht schlecht. Moment. Finde ich nicht schlecht, aber das ist jetzt keine reine heiße Schokolade mit Sahne. Also ich habe heiße Schokolade mit Sahne schon von vielen gehabt. Und am liebsten mag ich den von Iceflower. Und der hier, der hat da irgendwie so eine. Kennt ihr das, wenn in Schokolade so ein bisschen Alkohol drin ist? So eine Note hat der hier drin. Ja, finde ich jetzt okay, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. So, dann haben wir hier von Lotti und Phil Sweet Macaron. Von denen hatte ich bis jetzt auch nur ein paar Düfte. Ich weiß nicht, so vier, fünf vielleicht oder sechs. Und den hatte ich tatsächlich schon. Ich erkenne den Duft sofort. Und soll ich euch mal was sagen? Ich hatte den in einem Tauschi drin gehabt und da stand nichts drauf. Und jetzt weiß ich, was für ein Duft ist. Den habe ich nämlich schon verdüftelt. Der ist aber in den normalen Lampen ganz schlecht geschmolzen. An dem müsst ihr ein Teelicht oder so reinmachen. Also da steht Sweet Macaron. Aber der hat so ein bisschen Marzipan-Pistazien-Note da drin. Also der ist jetzt nicht schlecht, aber riecht auch eher so künstlich, finde ich. So. Dann kommen wir zur nächsten. Enjoy every moment. Oh, wie süß. Guck mal, da die Klemme da. Ist das nicht goldig? Hat sie so schön verpackt alles. Echt. Also lieben, lieben Dank nochmal dafür. Das hast du so schön gemacht. So. Dann geht es hier weiter. Und zwar in dem Mood Design. Ach nee. Da haben wir ja vorhin erst ein Video gemacht, ne? Are you Garrett oder Scarrett, Scarrett. Da habe ich immer Angst, das ist ein Geist.
Nicht, weil ich Angst vor Geistern habe, sondern die Düfte. Ich mag keine Halloween-Düfte. Oh, echt? Hä, da habe ich ja mir was ganz anderes drunter vorgestellt. Leute, der riecht irgendwie wie Schokolade. Der riecht irgendwie ein bisschen. Ich habe erst gedacht, wie ein bisschen so Milchschokolade. Weiße Schokolade, Milchschokolade, irgendwie sowas. Der ist ganz schön. Hä, warum heißt der denn so? Alles, was ich bisher hatte, wirklich was mit Halloween zu tun hatte, war entweder mega gewürzig oder irgendwie roch es einfach seltsam. Also der ist wirklich schön, Leute. Der ist richtig schön. Und ich sage euch das, ich bin gerade so irritiert. Hä? Also entweder spinnt meine Nase, aber für mich riecht der total wie. Ich kann mich nicht entscheiden, so wie weiße Schokolade, irgendwie Milchschokolade, irgendwas in diese Richtung. Dann haben wir hier Wachsmagie Weihnachtsschokolade. Das ist ja meistens sehr gewürztechnisch, sind die ja unterwegs. Ja, das ist auch hier. Also, ja, das ist auch so nicht richtig gewürzmäßig. Aber das hat so einen bestimmten Geruch. Das riecht wie diese, wie heißen die denn, diese Dominosteine? Ja, also für mich riecht das wie so ein Dominostein. Die kennt ihr doch, oder? Die es immer so an Weihnachten gibt. Also ich finde, so riecht das. Wie so ein Dominostein. So, dann haben wir hier Schokoriegel von mir. Da bin ich ja mal gespannt. Schokoriegel, ich liebe sowas. Oh, der riecht schön. Na komm raus. Wisst ihr, wie der riecht? Der riecht so ein bisschen wie die Haselnusscreme von Hüggepie. Oh, der ist schön. Also die Haselnusscreme von Hüggepie heißt zwar Haselnusscreme, aber im eigentlichen Sinne riecht es wie weiße Schokolade mit einer dunklen Schokolade, so ein bisschen gemischt. Man kann das nicht beschreiben, weil man denkt ja, weiße Schokolade mit dunkler Schokolade ist doch Milchschokolade, aber es riecht nicht wie richtige Milchschokolade. Man riecht die weiße Schokolade raus, aber man riecht auch Milchschokolade. Der ist schön. Der ist sehr schön. Boah, du kannst super Düfte machen. Ganz, ganz toll. Ohne Scheiß jetzt. Also muss ich echt sagen, die Düfte von ihr sind toll. So, dann haben wir hier Bea's Wax Bakery Nanas Lemon Curd. Also von Bea geht immer. Wie gesagt, ich habe kaum was von ihr, was mir nicht gefällt. Und den finde ich auch schön. Den finde ich auch schön. Oh, der ist richtig, richtig toll. Also, der riecht wie nimmt zwei Bonbon. Wie das Gelbe nimmt zwei Bonbon. So riecht er. Riecht lecker. Der riecht richtig, richtig fruchtig. Oh mein Gott, der riecht toll. Also wie das nimmt zwei Bonbon, aber richtig stark. So riecht das. So, dann haben wir hier von Wohlfühlmomente Good Morning, Sweetie. Das ist sehr schön. Also dürfte die so heißen. Also wenn der jetzt schlecht riecht, dann aber hier. Dann weiß ich auch nicht mehr. Nach was riecht der denn? Also erstens mal, der riecht gut, aber der riecht so zart. Boah, der Lemon Curd hier von Bea, der war mega stark. Dagegen riecht der mega zart. Also ich rieche eine leichte, leichte Zimtnote. Aber was ist das andere? Vielleicht so ein bisschen wie Vanilla-Buttercream, so in die Richtung. Mit ein bisschen was Zimtigen, ich kann es nicht genau sagen, aber so würde ich jetzt mal tippen, weil der schon sehr zart ist gegen die anderen. So, dann haben wir hier von Wachsmagie Vanillegipfel. Ich glaube, das habe ich gehabt, habe ich letztens gedüftelt. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe so viele Leute, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß. Doch, den habe ich gedüftelt und ich muss euch sagen, ist nicht mein Duft. Also den hatte ich mir gekauft. Den hatte ich euch auch irgendwo in einem Video vorgestellt. Und das Problem ist,
Der ist jetzt nicht mega schlecht, aber die Sachen von Wachsmagie, ich muss da ehrlich zu euch sein, ich habe jetzt auch beim Restock nicht bestellt. Ich weiß nicht, was da ist, aber von vielen Düften kriege ich einfach Kopfschmerzen. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich düftel so viel Duftfeen, aber bei ihr, von manchen Düften kriege ich Kopfweh oder mir wird so ein bisschen übel. Und der hier ist auch so sehr gewürzmäßig. Und den fand ich in der Lampe leider auch nicht gut. Also, das ist mir zu würzig, was sie da macht. So, dann haben wir hier Blue Moon Kokosträumchen. Ich mag Kokos sehr, sehr gerne. Deswegen bin ich gespannt, ob es nach Kokos riecht. Das riecht echt nach Kokos. Das riecht wirklich nach Kokos. Also hier am Melt ist es so zart, da riecht man fast gar nichts. Aber hier in der Tüte drin riecht das wie Kokos mit Schokolade. Wie, da gab es mal früher so Mohrenköpfe mit Kokos und Schokolade. So irgendwie riecht das. Aber es riecht sehr stark nach Kokos. Also richtig stark nach Kokos, aber richtige Kokos. So wie ihr es kennt von Raffaello und so, diese Kokos. Aber dann hat das so einen leichten Charakter, wie wenn ich halt an diesen Mohrenköpfen gerochen habe. Riecht lecker. So. Eine Tüte macht man noch. Eine Tüte noch. Und dann ist erstmal Schluss. Ach so, ich muss euch die Tüte ja zeigen. Guckt euch das mal bitte an. Hat die sich nicht mega Mühe? Also die hat sich solche Mühe gegeben. Also da kann ich nur noch 10.000 Mal sagen, Dankeschön, dass du dir so, so viel Mühe gemacht hast für mich. Hier ist ein Herzchenaufkleber drauf. Also ich bin da echt dankbar, weil sowas gibt es nicht oft, dass sich Menschen da solche Mühe für einen machen. So. Also, es geht los mit Traumdüfter Grandma's Kitchen. Ich glaube auch, den hatte ich schon mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder? Oh Leute, ich muss euch sagen, ich weiß es nicht mehr. Aber ich meine, ich hatte mal ein Stück davon in einem Tauschi gehabt. Und da fand ich den so lala. Also er ist ein bisschen künstlich. Ich weiß nicht, was mit Grandma's Kitchen gemeint ist, aber der hat einen starken Marzipan-Charakter, dieser Duft. Also ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Riecht so ein bisschen kuchig, ein bisschen nach Marzipan oder Pistazie. Ja, so in diese Richtung. Also schlecht finde ich den jetzt nicht, aber ist jetzt auch nicht mein liebster Duft. Ich meine, ich hatte den schon in der Lampe und hatte den in einem Tauschi, aber mittlerweile sind schon so viele Düfte, die ich hatte, dass ich schon gar nicht mehr, man schon gar nicht mehr weiß. So, dann geht's weiter mit Bea's Wax Bakery Zitronen-Mohncreme. Und da muss ich euch sagen, den kenne ich schon, den hatte ich schon in der Lampe und den finde ich auch schön. Ich finde den schön. Also, das ist für mich kein reiner Zitronenduft. Der riecht cremig, wie eine cremige Zitrone. Und das Besondere dabei ist, also dieser Mohngeruch ist eher sehr im Hintergrund. Wenn man Zitronenmohn hört, denkt man, wie soll das denn riechen? Aber das riecht ihr so gar nicht, diesen Mohn da. Also, der ist wirklich ganz, ganz, ganz weit irgendwo da im Hintergrund. Und ich finde, dass diese Zitrone in der Lampe mehr rauskommt. Also hier am Melt riecht er nach einer wunderschönen Zitrone und ein bisschen cremig so. Das hat so einen cremigen Touch. Oh, den Duft fand ich schön. Bin ich auch froh, dass ich den nochmal habe. So, dann haben wir hier Wachsmagie, Schneeelfentörtchen. Schneeelfentörtchen. Oh, der riecht schön. Der riecht wirklich schön. Also, ich sage euch halt, wie es für mich riecht, ne? Also, mich erinnert der ein bisschen an. Ich hatte mal einen Zuckerwatte-Duft. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Firma das war. Aber das roch dem sehr, sehr ähnlich. Also, das riecht süß und hat so ein bisschen was von Zuckerwatte mit Unicorn Kisses. Kennt ihr ja von verschiedenen Duftfirmen so ein bisschen gemischt. Also, für mich geht es sehr in eine Zuckerwattenrichtung so. Schneeelfentörtchen.
Also der ist mega süß. Mega, mega süß und riecht lecker. Sortle. Dann geht's weiter. Wohlfühlmomente. Lost and Found. Ist auch wieder so ein halbes Milch oder so. Also der riecht sehr schön, aber die Frage ist nach was? Frage ist nach was? Der riecht cremig, futig, auf jeden Fall futig. Ich würde sagen, so ein bisschen sahnig. Minimal was Würziges, aber nicht unangenehm. So ein bisschen Zimt, sowas in die Richtung. Also der ist ganz schön. Da hätte ich mir jetzt auch was anderes drunter vorgestellt. Also ich hätte gedacht, das ist irgendein frischer Duft oder so. Ist es aber nicht. Ist es nicht. So, dann haben wir Römerkreation Pistazienmakaron. Habe ich schon gehabt, habe ich auch schon verdüftelt. Ist aber schon eine Weile her. Und ich finde ihn ganz schön. Es ist ein schöner. Ja, also ich finde ihn schöner als viele andere. Ich hatte ja schon von anderen Pistazienmakaron. Und ich finde, dass der hier sehr viel vanilliger riecht und der finde ich echt schön. Also Römerkreation ist ja jetzt nicht meine liebste Duftfee, weil ich immer ein bisschen Probleme habe mit ihrer Wachsnote. Aber hier ist keine. Also hier rieche ich keine. Der riecht sehr schön. Das ist ein gar nicht künstlicher Pistazien-Macaron-Duft. Riecht sehr vanillig, sehr schön. Also den finde ich ganz, ganz toll. Und den fand ich auch in der Lampe toll. Wie gesagt, ich habe den schon gedüftelt. Ich hatte davon zwei. Und die habe ich schon leer gemacht. So, dann habe ich hier Witchy Woo Butterbeer. Dazu habe ich nur einen Vergleich. Und zwar von Römerkreation hatte ich auch Butterbeer schon gehabt. Sonst glaube ich von keiner Firma. Ich rieche fast nichts. Ja, also der riecht eigentlich, finde ich, wie der von Römerkreation. Aber der von Römerkreation, finde ich, ist viel, viel stärker wie dieser hier. Aber er riecht schön. Riecht halt vanillig und so butterig, vanillig. Also der ist ganz schön. So. Dann haben wir noch zwei. Und dann machen wir erstmal Pause. Und zwar Bears Wax Bakery Coffee Cupcake. Ja, wer hätte das denn gedacht? Das ist ja einer meiner absoluten Favorites. Ich bekomme ja in den nächsten Tagen auch mein Bea-Paket. Ich freue mich schon so, so sehr darauf. Das glaubt ihr mir nicht. Ja, also was muss ich dazu noch sagen? Die meisten kennen ihn doch, oder? Also wer kennt denn bitte Coffee Cupcake von der Bea nicht? Das ist eine Wissenslücke. Wirklich, das ist eine Wissenslücke. Also der Coffee Cupcake von ihr ist ein wunderschöner Kaffeeduft. Aber dieser Kaffee ist, wenn man den in der Lampe hat, diesen Duft, finde ich, eher im Hintergrund. Das ist richtig Cupcake. Da kommt eine Vanillenote raus. Der riecht cremig, lecker. Einfach toll ist der. Also das ist mit mein allerliebster Kaffeeduft. Wirklich. Also den finde ich unfassbar toll. So. Und der letzte. Von Blue Moon Love Affair. So schaut das aus. Also scheißegal, wie der Duft jetzt ist. Aber das Melt ist doch mal toll, oder? Das Melt ist ja mal mega süß. Ich bin am Überlegen, wie ich ihn finde. Den Duft auf das Melt. Guckt euch das mal an. Gott, ist der süß. Also ich finde den Duft jetzt nicht richtig schlecht, aber auch nicht richtig lecker. Ich kann euch nicht sagen, was das ist, weil so viel riecht man da nicht. Aber ich glaube, da ist Alkohol drin. Ja, das riecht ein bisschen, als wäre da Rum mit drin oder so. Ich weiß nicht. Also es ist bestimmt irgendwas, weiß ich nicht, vielleicht was Kuchiges mit ein bisschen Rum oder so. Immer wenn Alkohol drin ist, Leute, ich rieche da nichts mehr. Ich kann euch nicht sagen, was da noch so drin ist.
Also für mich, der riecht so zart, wirklich. Das ist ein ganz zarter Duft. Und also gegenüber den anderen, die ich jetzt zuvor gerochen habe. Und ich meine, da ein bisschen Alkohol wahrzunehmen oder meine Nase spinnt. Ja. So, jetzt haben wir erstmal die Hälfte vom Paket gemacht. Und ich würde sagen, ich mache dazu noch ein zweites Video. Wer das gerne sehen mag, switch gerne weiter zum nächsten Video und dann wünsche ich euch da auch viel Spaß. Bis dann. Ciao. Of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing